Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Juhu, endlich wieder was zu klemmen. Heute von Kobi, Güterwagen Typ OMMR 32 Linz im Maßstab 1 zu 35. Das Ganze sind recht beschaubare 584 Teile. Eine Minifigur soll da drin sein. Heißen die überhaupt Minifigur? Eine kleine Figur, nennen wir sie mal so. Das ist die Nummer 6285 von Kobi. Ich habe das bezogen über Bluebricks für 46,95. Ein Riesenkarton. Drin sein wird aber nicht ganz so viel. Eine Anleitung und ein paar Gleise. Und so wie das aussieht, sind es diesmal gebogene Gleise, die da drin sind. Schauen wir mal, was da wirklich nachher drin ist. Ja, die haben ihre eigene Zusammenkupplung da, nichts mit Magneten, sondern mit zwei Löchern mit einem Pin, der da reinkommt. Hatte ich ja schon mit der Lok und mit dem Waggon, der dahinter kommt. Es wird alles in Europa hergestellt. Made in EU. In Polen wird das dann letzten Endes zusammengepackt und dann in alle Welt verschickt. Alles, was da drauf ist, sind alles Drucke. Ja. Und weil alles in der EU hergestellt wird und alles mit Drucken ist, ist der Preis auch recht ordentlich. Ihr kennt das, ich packe aus, ich fange an zu bauen und wenn es was Besonderes gibt, melde ich mich. Und ansonsten spätestens ganz am Ende. So, Kobi-typisch. Es sind zwei Baugruppen und alle Tüten einer Baugruppe sind nochmal in einer separaten Tüte drin. Das ist Kobi-typisch. Ich habe auf meine vier Teller das mal verteilt. Das waren insgesamt 9 kleine Tüten, die da drin waren. In der Tat ein gerades Gleis, 2 gebogene Gleise. Leider steht nicht bei, was für ein Radius das ist. Vielleicht sehe ich das später nochmal ganz am Ende. Und wie bisher auch schon, braune Schwellen mit Holzmuster drauf. Die Teile sind alle schwarz und alles das, was in der Baugruppe vorher zusammengebaut wurde, ist ausgegraut. Dann fange ich mal an. So, Baugruppe 1 ist abgeschlossen und an Teilen übrig geblieben ist das. Das ist aber auch egal, wie viele Teile übrig geblieben sind, weil gefehlt hat nämlich nichts. Und das ist super, da so gehört sich das. So, ein bisschen Licht und ein bisschen Schatten würde ich sagen diesmal dabei. Und das damit meine ich nicht nur mein Kameralicht. Also, das hier ist der Unterwagen. Und wie man sieht, der ist praktisch ja, in einzelnen Linien aufgebaut und dann praktisch zusammengebaut. Also nicht mit Plates, sondern, gut, Wortfindungsschwierigkeiten heute. So was, wieso Schatten? Also, ich finde das total super. Also die andere Seite ist exakt wie diese Seite. Ich finde es total toll, hier Prinz drauf. Prinz liebe ich. Super. Auch das Gestell hier, alles gut. Aber es wird bei Kobi alles irgendwie verkleidet und super gebaut und wirklich toll gemacht. Warum kommen da keine Plates drauf? Nun kann man sagen, okay, der Wagen, also das ist übrigens stabil ohne Ende. So sehe ich den Wagen später, genau so. Das heißt, ich sehe das Gedöns, was ich da unten gebaut habe, sowieso nicht. Ja, aber ich sehe auch nicht diese Spinne, diese Spinne hier in der Mitte sehe ich auch nicht. Also nee, es wäre schon schön gewesen, da hätte ein Plate drauf gemusst. Ansonsten Baugruppe 1, also ausgesprochen stabil. Und bis jetzt gefällt mir das schon mal sehr gut. Schauen wir mal, wie es gleich weiter wird, wenn ich die zweite Tüte aufmache. Ach ja, an Farben haben wir verbaut schwarz. Und 2 graue Stangen, aber da ist schwarz drumherum. Das heißt, bis jetzt sehen wir wirklich in der Tat nur schwarze Farbe und ein paar Prints. Ansonsten super. Ich mache da mal weiter. Bauschritt 66 müsst ihr euch für eine Version entscheiden, entweder A oder B. Der Unterschied ist, A ist kurz und B ist ein bisschen länger mit einem glatten Teil drauf. Ich mache die A-Version. Bauschritt 68, 69. Dann kommen wir mal zum absoluten Luxusproblem. Also, die sind glaube ich 5 lang. Ja, 5 lang. 5 lang, 4 lang. Die 4 lang haben eine Holzoptik drauf, was ich ausgesprochen klasse finde.
Die 5 lang haben es leider nicht. Wenn man sich das so anguckt, das sieht schon schön aus. Aber jetzt stellt euch mal vor, die 5 lang hätten auch Holzoptik. Das wäre ja eins mit Sternchen gewesen. Also in der zweiten Baustufe ist das Teil übergeblieben. Das heißt, diese beiden Teile sind alles, was übrig geblieben ist. Plus die beiden Sachen, die ich nicht verbaut habe, weil ich ja das kürzer gekuppelt habe. Also, das ist nochmal eine Punktlandung. Ja, die Figur. Ich glaube, irgendwann werde ich mich daran gewöhnen. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Witzigerweise, die muss man zusammenbauen. Und das war das Einzige, was in der Bauanleitung nicht drin war, wie die zusammengebaut werden soll. Und dann sind da so ein paar schwarze Einer bei, das soll Ladung sein. Ihr wisst das, wenn irgendwas nur so lose rumliegt, mag ich das nicht. Ich schmeiß das nachher einfach in den Waggon rein. Das ist das gute Stück. Beide Seiten sind gleich. Also die Dinger Niederbordwagen. Naja, so in etwa. Sehr schön, die ganzen Prints. Alle absolut akkurat. Klein, winzig, trotzdem lesbar. Sehr schön. Die eine Seite. Witzigerweise, es ist nur ein, ich kuppel die Waggons zusammen, Nupzelding dabei. Selbstverständlich, ups, könnte man, na geh auf da, die Türen auch öffnen. Ja, diese Seite, wie gesagt, exakt gleich wie die andere Seite. Und das ist die eine Seite. Und auch da, ich habe Noppen. Warum eigentlich? Gut, man erkennt anhand der Noppen, dass das ein Klemmbausteinsatz ist. Aber das ist irgendwie, Kobi, völlig untypisch, dass irgendwo Noppen zu sehen sind. Die hauen da eigentlich immer eine Tonne Fliesen irgendwo rein. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein schöner, kleiner, süßer Wagen. Und jetzt kuppel ich den mal hinter dem, was ich schon habe. Dann muss ich mal eben gucken, ob das mit den Kurvenelementen so bleibt oder ob ich da ein paar Gerade ran mache. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, da steht das gute Stück. Und dann mit der... Ups, falsche Richtung. Nee, ich muss tatsächlich weiter zurückgehen, sonst geht's nicht. Mit der Lok. Also eine Lok mit Tender, 2 Waggons. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und wenn jetzt noch was dazu kommt, dann muss ich da hinten mal wieder was wegpacken. Ist auch nicht schlecht, dann hat man mal wieder was anderes im Regal stehen. Also mir gefallen diese Waggons von Kobi ausgesprochen gut. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, doch, das passt noch gerade eben. Man muss immer bedenken, alles mit Prinz und wird halt in der EU hergestellt. Da ist das Lohnniveau doch ein bisschen was anderes, ne? Ja, also von mir gibt es dafür eine Kaufempfehlung. Ah ja, fahren. Wie gesagt, ihr seht den Radius, den man da hat. Ich vermute mal, das ist der Radius, den Kobi empfiehlt. Ich habe einen Radius und das ist schon der R72er Radius. Das bringt keinen Spaß, damit drauf zu fahren. Für mich ist das ein reines Displaymodell.